Die MCP-80C ist eine Spann- und Zentriervorrichtung für moderne Fertigungsprozesse, um schnell, sicher und reproduzierbar positionieren und spannen zu können. Besondere Merkmale sind der bewährte Kniehebelmechanismus für den kraftverstärkenden Spannvorgang sowie der Formschluss, der das Bauteil auch im Druckausfall sicher halten kann. Besonders hier hervorzuheben ist der sequenzierte Bewegungsvorgang, sodass erst der Spannvorgang nach dem Positionieren eintritt. Das ist gerade dann vom Vorteil, wenn der Rahmen krumm oder das System nicht richtig positioniert ist, kann durch das Positionieren zu Beginn alles in die richtige Zentrierung gebracht werden, um feste spannen zu können. Anwendungsbeispiele sind das präzise Andocken von Seitenrahmen oder Wechselvorrichtung. Dies hat sich bereits seit mehreren Jahren in flexiblen Produktionen bewährt. Auch mit unseren fahrerlosen Transportsystemen kann das Andocken mit unserer Spann- und Zentriereinheit erfolgen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Endposition zur Übergabe des Bauteils präzise und verriegelt stattfinden kann. Neben einer pneumatischen Spann- und Zentriereinheit bieten wir auch eine elektrische Variante an. Mit einem 48 Volt Servoantrieb und einem Übersetzungsverhältnis von 1:30 können wir eine sehr hohe Spannkraft erzeugen. Durch eine Trapezspindel ist auch so weiterhin die Selbsthemmung gewährleistet, sodass auch das Bauteil hier bei einem Stromausfall sicher in der Endlage gehalten wird.